Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einer weiteren Folge von Deus Ex Making the Wild. So, dann wollen wir uns mal der Hauptmission weiter widmen. Okay, Miller, ich bin in der U-Bahn. Perfektes Timing. Cheng sagt, ihre Privatkutsche kommt an, sobald sie auf der Karte den Rosica-Bahnhof aufrufen. Cheng, Sie haben ihn die Prager Verkehrsbetriebe hacken lassen, damit ich nach Rosica komme? Ja, hat nicht funktioniert. Ist ja geil. Mein Privatzug. Aufgrund von Hacking. Ist bestimmt ein Lüftungskit, oder? Nee. Beiden wackeln immer noch. Naja, dann wollen wir unseren Privatzug nehmen. Rosica Bahnhof. Dann wollen wir mal mit den Ermittlungen beginnen. Ich muss sagen, allein die Nebenstorys waren schon total umfangreich zum Teil. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Jensen, was ist los? Was machen Sie hier? Miller meinte, ich sollte Sie suchen. Dachte, Sie hätten Probleme. Dachte er? Hat er das so gesagt? Ich bin nämlich nicht schuld. Was ist Woran? passiert, Smiley? Erst leite ich da drin die Show und plötzlich werfen Sie mir vor, ich würde Beweise manipulieren. Ich? Ist das zu glauben? Das würde ich niemals tun, Adam. Niemals! Es ist unser Tatort. Richtig. Aber sagen Sie das denen mal. Als sie die Waffen gezogen haben, habe ich den Mund gehalten und bin gegangen. Ich und Beweise manipulieren? Wahrscheinlich vernichten die gerade die paar Beweise, die es gibt. Zuerst habe ich ja gedacht, es ging um Sonja. Sonja? Sonja wer? Nur ein Mädchen, dem ich Englischstunden gebe. Ihr Mann hält sie für seinen Besitz. Sie kennen das ja. Smiley. Okay, zurück zu dem Fall. Ich glaube, ich habe da drin was gefunden. Etwas Großes, das völlig neue Perspektiven eröffnen könnte. Aber dazu brauche ich den Scan des Explosionsbereichs. Und darum ist es gut, dass Sie hier sind. Machen Sie doch bitte den Jensen und beschaffen Sie mir das Ding. Also bitte den Jensen. Das ist auch geil. Also, womit haben wir es hier zu tun? Oder was ist Ihrer Meinung nach auf diesem Scan? Womit haben wir es zu tun? Also, womit haben wir es hier zu tun? Eine Explosionsstelle. Überall Trümmer und jede Menge Cops. Wenn Sie an den Drehkreuzen und Sicherheitskontrollen vorbei sind, haben Sie freien Zugang zum Reisebüro. Und dort ist der Scan. Es sollte Sie nur niemand sehen. Wie viele Polizisten sind da drin? Keine Ahnung. Mehrere? Sie hatten alle Knarren, deshalb habe ich sie nicht gezählt. Mindestens einer trug einen Exo-Anzug. Die schießen bestimmt zuerst und begraben dann die Leichen. Ein Schisshase, aber naja, verständlich. Und er vögelt mit vergebenen Frauen und wundert sich dann, dass es Ärger gibt. Vollidiot. Was ist Ihrer Meinung nach auf diesem Scan? Das ist ein Beweis, Jensen. Ein 3D-Massenspektrometer-Scan der Explosionsstelle. Und? Und hätte ich eine Minute mehr Zeit gehabt, hätte ich ihn jetzt bei mir und würde es rausfinden. Der Umstand, dass ich ihn nicht sehen soll, macht ihn noch interessanter und wichtig. Da wird 100 Pro was vertuscht. Wir brauchen diese Beweise. So ist es, genau. Gute Einstellung. Wir brauchen sie, aber Sie können nicht einfach reingehen und danach fragen, weil Sie bei Interpol und noch dazu argumentiert sind. Nach dem Anschlag gibt es hier kaum noch Fans von einem... Ne. Okay, wo finde ich sie? Das Forensik-Team hat sich im Reisebüro eingenistet. Das heißt, in den Resten davon. Sie gehen rein, nehmen das DSD mit dem Scan und verschwinden. Kein Problem. Das könnte eine Weile dauern, Smiley. Schon klar. Ich gehe zurück ins Hauptquartier. Viel Glück. Und kein Wort darüber zu Miller, okay? Okay. So, gut, jetzt sind wir jetzt hier angekommen und dann müssen wir uns jetzt um den Scheiß kümmern. Puh, also hier soll eindeutig was vertuscht werden. Frage ist nur was.
wir hier mal rein. Hier stört es garantiert keinen und dann mal gucken, was da ist. Bestimmt nur so ein Abstellraum für die Putze oder was, aber wir werden es ja dann sehen. So, jetzt haben wir hier keinen Strom mehr und weiter. Was hat es jetzt noch geändert? Nichts weiter, wa? Ah, hier. Hier hat einer gehost. Hey Vic, ich brauche dich da. Ich brauche dich drüben am Bahnhof K-Pick-Brunnen. Einer der Schalterbeamten hat sich krank gemeldet. Mit 3998 kommst du rein. Danke, ich schulde dir was. Okay, haben wir einen Code gekriegt? Samitstadt. Ah, was Neues. Das ist wahrscheinlich diese Fluggeschichte. Genau. Den Artikel, den wir denen geliefert haben. Schön, dass wir den jetzt lesen können. So, Flug 451. Peikus gegen die Wahrheit. Haben Sie auch schon gehört, dass die Optis an allem schuld sind? Man kann es kaum überhören. In dieser Woche gab es wieder eine beunruhigende Verkündung durch diese Grundpfeiler der Wahrheit von Peikus. Sie behaupten, die aktuelle Tragödie um Flug 451 von Chester Airlines sei von einem nicht aufzuhaltenden augmentierten Individuum verursacht worden, das die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen wollte, was dann wiederum zum Absturz und Tod aller Personen an Bord geführt habe. Okay. Dann verkünden wir auch mal was. Peikus sind arglistige Lügner, die mundtot gemacht werden müssen. Uns liegen eindeutig Beweise vor, dass Peikus die Wahrheit wieder einmal vertuscht. Flug 451 wurde wegen saisonal ungewöhnlichen Sturmaktivitäten in der Region zu einem unplanmäßigen Umweg gezwungen und stürzte lediglich ab. Weil aufgrund extremer Interferenzen in der Ionosphäre die Instrumente ausfielen und der Auslöser dieser extremen Interferenzen Experimente einer geheimen Militäranlage in dem Gebiet. Grund waren diese geheimen Experimente, ja. Die 250 Seelen, die an diesem Tag ums Leben kamen, verdienen die Wahrheit, genau wie wir alle. Was hat diese geheime Militärbasis überhaupt in der Ionosphäre zu schaffen? Eine berechtigte Frage. Peikus jedoch geht es eher darum, ihre Aufmerksamkeit von dererlei Dingen abzulenken. Denken Sie daran, wenn Elisa Kazan Ihnen das nächste Mal erzählt, worüber Sie sich Sorgen machen sollen. Elisa Kazan, wer ist das wahre Gesicht von Peikus? Jeder kennt Elisa Kazan. Dank der schlechten Neuigkeiten seit Jahren zumindest ein hübsches Gesicht haben. Hä? Also, jeder kennt Elisa Kazan. Dank der schlechten Neuigkeiten seit Jahren zumindest ein hübsches Gesicht haben. Das Sprachrohr dieser Mogulen der Falschinformation von Peikus ist ein wertvolles Handelsgut im größten Medienzirkus der Welt und eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Planeten. Da ist es doch seltsam, dass wir abseits der Kamera so wenig über sie wissen. Kazan erlitt nach dem Zwischenfall einen geheimnisvollen Zusammenbruch und verschwand so plötzlich aus der Öffentlichkeit, dass es sogar Spekulationen über ihren Tod gab. Sie kehrte später ohne jede offizielle Erklärung zurück und seitdem ist irgendwas an ihr ein wenig komisch. Ist sie 2027 gestorben und Peikus beliebte Marionette nur eine Doppelgängerin? Vielleicht kennen wir Elisa entgegen unseren Eindrucks überhaupt nicht. Tja, an dem Revolverblatt ist irgendwie etwas Wahres dran. Das wissen wir jetzt nun, da der Artikel ja nun auf unseren Recherchen beruht. Aber interessant und beziehungsweise gut, dass diesmal dann somit etwas von den Augmentierten abgelenkt wird. Hier kommt man nicht durch. Was? Da sind die Bullen. So, mal sehen, was er sagt. Dieser Bereich ist für Zivilisten gesperrt. Ich gehöre zu Task Force 29. Ich dachte, ich könnte mich ein wenig umsehen. Falsch gedacht.
Hier ermitteln wir. Und Sie und Ihre Jungs von der Taskforce können sich woanders wichtig machen. Okay, vergessen Sie es. Was? Spam! Gehen Sie lieber nicht weiter, Techno. Ich dachte, er wäre noch im Krankenhaus. Er hat sich heute für selbst entlassen. Er war nicht wirklich verletzt, also konnten Sie nichts machen. Ich will gar nicht wissen, wie er sich fühlt. Er will unbedingt den Opti finden, der dafür verantwortlich ist. Mhm. Der Hauptmann muss ihn entfernen lassen. Was haben Sie gemacht? Schein rausgezerrt? Das ist was. Elektroschock. Armer Kerl. Da wurde einer von dem Opti angegriffen, aber ist dementsprechend natürlich schlecht gelaunt. So. Gut, hier sind nur die Toiletten, oder? Das ist noch was anderes außer den Toiletten. Was haben wir denn hier? Hin. Zack. Hoffentlich ist das Ganze. So. Die Ausgabe kennen wir schon. Zugangskarte. Jetzt habe ich diesen scheiß Stoppsog angemacht. Mach den nochmal aus. Der nervt. Fluchte Axt. Aber geht von allein wieder aus. Zubehörteile. Ist schon mal nicht schlecht. So. Ja, ist hier hinter vielleicht ein Lüftungsgitter? Ja, es war so klar. Ich kenne das Spiel schon zu gut. Es war so logisch. Ja, ich habe damals auch immer Lüftungsgitter benutzt. Das ist typisch. Typisch Philipp. Typisch die Ratte. Typisch Deus Ex. Oh, ne. So, gucken wir mal, was hier draußen los ist. Also hier laufen die zwei herum und da hinten ist schon das Büro. Okay. Gehen davon aus, dass jemand kommt, um die Sachen zu... die Beweise zu vernichten. Oh, fuck! Das ist nicht gut. Wie sieht es von der anderen Seite aus? Kommen wir da vielleicht besser ran? Wollte ich mich da vorbeischleichen? Hat das doch nicht geklappt. Aber nicht ganz so schlimm. Wir gehen einfach jetzt hier rein. Gehschalter, sieht er uns überhaupt? Ne, er sieht uns nicht. Das ist gut. Gehen wir hier mal ins Terminal. Vielleicht haben wir dann über das Terminal noch irgendwelche Möglichkeiten, die sich uns erschließen. Schon mal auf der Toilette nachgeschaut, dafür wirkst du doch den Großteil deiner Schicht. Hallo alle zusammen, aus irgendeinem Grund habe ich meine Zugangskarte verloren. Ja, ich weiß schon, falls sie jemand findet, soll er sie bitte zurückbringen oder mir auf den Tisch legen. Danke, ich hab's ja. Achtung an alle Mitarbeiter, solange die Staatspolizei im Bahnhof Ermittlungen durchführt, oder hatte ich die, sind sie zu vollständiger Kooperation angehalten, was Unterstützung und Weitergabe von Informationen angeht. Stören Sie die Abläufe nicht und betreten Sie keine von den Behörden abgesperrten Bereiche. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen müssen Sie den Beamten auf Verlangen mit Ihrem Ausweis oder anderen Dokumenten Ihre Identität bzw. Ihren Status als Bahnhofsmitarbeiter nachweisen können. Falls Sie keine direkte Anweisung oder eine andere gerechtfertigten Grund dazu haben, sich im Bahnhof einzuhalten, bleiben Sie eben bitte entfernt, bis Sie offiziell zur Rückkehr aufgefordert werden. Achten Sie
in den nächsten 72 Stunden besonders auf ihre persönliche Kommunikation mit Anweisungen für die nächsten Schritte und Neuigkeiten, wann der Huizac-Bahnhof zumindest teilweise seinen Dienst wieder aufnimmt. Danke Ihrer Kooperation und Verständnis. Achtung an alle Mitarbeiter. Zu Ehren der Freunde und Kollegen, die bei dem schrecklichen Bombenangriff auf den Bahnhof ihr Leben verloren haben, planen die Verkehrsbetriebe in den nächsten Wochen eine Gedenkfeier. Leider muss dazu die Ermittlung der Staatspolizei vor Ort abgeschlossen sein und wir haben diesbezüglich noch keine klare Auskunft der Behörden, können also keinen festen Termin nennen. Sie erhalten rechtzeitig eine Nachricht an Ihre persönliche Kontaktadresse. Falls Ihre Kontaktinformation nicht auf den neuesten Stand sind, sollten Sie sie zeitnah aktualisieren. Wer keine externe Kontaktmöglichkeit hat, sollte sich an die Bahnhofsverwaltung wenden, um eine alternative Lösung zu finden. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten. Achtung an alle Mitarbeiter, Code P61 am Bahnhof. Wer ein paar Überstunden machen möchte, sollte auf diese Nachricht antworten und sich umgehend auf den Weg zum Bahnhof machen, damit wir den Überhang meistern und die Menge unter Kontrolle halten können. Mal wieder ein paar neue Informationen. Ja, jetzt haben wir diesen Ausweis und sind jetzt hier wahrscheinlich rein. Fuck! Er hat uns gesehen. Den müssen wir wohl ausschalten. Bevor er schießen konnte, haben wir ihn ausgeschaltet. Gut. Nicht tot, das ist schon mal sehr gut. So, steht auf seinem PDA. Sicherheitsraum. Wir haben zur Unterstützung Ihrer Ermittlungen, wie verlangt, alle Anmeldedaten überschrieben. Der Zugangscode für den Sicherheitsraum der Station lautet jetzt 8066. Gut zu wissen. Gut, Alarm konnte er nicht mehr auslösen. War aber kurz davor. Wow. So, ganz knapp. Oh, dann wollen wir die Kamera mal ausschalten, dass wir den Code eingeben können oder hacken können, je nachdem. So, müssen uns natürlich jetzt beeilen. 8066. Weil ansonsten ist die Kamera wieder on und die sieht uns wieder. So, ganz knapp geschafft. Und dann können wir hier weitermachen, ohne dass wir erwischt wurden. Auch keinen getötet bis jetzt, nur halt einen Beamten in den Schlaf geschickt. So. Die Nachricht kennen wir auch schon. Teile sind immer ganz gut. Kippen, man kann ja gar nicht rauchen in dem Spiel. Vorher konnte man neben Saufen noch rauchen. Aber das gibt's jetzt wohl gar nicht mehr, oder was? Ist aber merkwürdig. So. Intellicam-Aufnahmen. Sehr geehrter Herr Blume. Die von Ihnen geschickten Intellicam-Daten scheinen beschädigt zu sein. Wir können sie nicht dekodieren. Können Sie sie auf anderem Wege erneut schicken? Oder war es das? In dem Fall müssten Sie sie bei sich noch einmal alles überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Systeme ordnungsgemäß funktionieren. Falls Sie unsicher sind, was Sie tun sollen, können wir auch jemanden schicken. Sollten Sie Fragen oder Kommentare haben bzw. Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte umgehend bei uns. Polizeitag, okay. Überprüfung. Nach dem tragischen Bombenanschlag auf den Bahnhof in der Woche haben wir keine andere Wahl, als unsere Sicherheitsprotokolle in den U-Bahnhöfen zu prüfen, um herauszufinden, wie so etwas passieren konnte. Dafür wird ein externer Sachverständiger bestellt. Wir werden mehrere Notfälle simulieren und es werden Einzelgespräche geführt. Ein Team von Technikern wird unsere Sicherheitssysteme auf Fehlern und Schwachpunkte überprüfen. Wir hoffen, dass sie daraus am Ende eine einfache Lösung ergibt, die es allen ermöglicht, wieder konzentriert zu arbeiten. Diese Übungen sind keine Schikane, sondern sollen verhindern, dass so ein furchtbarer Anschlag erneut passieren kann. Wir werden sie in den nächsten Tagen einzeln wegen eines Gesprächstermins kontaktieren. Einzeln wegen Gruppengespräch würde auch keinen Sinn machen. Danke. So, Achtung an alle Mitarbeiter. Code P61, ja, kennen wir schon. So.
Security. Hacken wir uns mal rein. Wir müssen nur gucken, was wir dann ausschalten und anschalten. Nicht, dass wir die Aufmerksamkeit wieder auf uns lenken. Das wäre nicht so günstig. Kameras. Ja, das ist die eine, die können wir schon mal ausmachen. Die von uns. Alarm. Alarmsystem aktiviert. Alarm auslösen? Nein. Alarmtafelsystem läuft. Abschalten. So, es kann keiner mehr Alarm geben. Das ist schon mal ein Vorteil für uns. Und wir können nicht mehr gesehen werden. Das hat auch schon mal seine Vorteile. Warum wird denn das da hinten angezeigt? Verstehe ich auch nicht. So, noch mal kurz speichern, weil da ist ja schon wieder einer am Gange. Ich lege mal schlafen, nur sicherheitshalber. Tut mir leid. Ist nicht böse gemeint. Ich kann ja noch nicht mal dein Geld fürs Pausenbrot klauen. Hast noch nicht mal was dabei. Hacking Tools war jetzt hier nichts. Naja. Na gut, so. Da sind wir der Seitenlinie jetzt gefolgt, dann haben wir alles durch, da hinten auch. Jetzt an dem wieder vorbei und mal hoffen, dass sich da hinten das jetzt alles beruhigt hat. Weil da wollten wir aus der Lüftung raus, das hat ja nicht so ganz geklappt. Mit einem Schalldämpfer und Betäubungsmunition wäre das alles nicht so schlimm. Ah, ich hatte ja diese Waffe gekauft mit den Betäubungspfeilen, die auch schallgedämpft ist. Die haben wir doch noch. Ja, da ist sie. Ja, Schlafmunition. Wunderbar. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das wäre natürlich eine geile Sache. Wir werden Beweise finden. Ah, man muss in den ungepanzerten Teil schießen. Am besten in den Arsch oder in die Beine. Na, ist ja logisch, sonst können sie ja keinen E-Schock kriegen. So, was haben wir hier als Nachricht? Wir haben zur Unterstützung ihrer Ermittlungen, wie verlangt, alle Computerzugangsdaten überschrieben. Die Passwörter für das Terminal im Fahrkartenschalter lautet jetzt Antares. Antares. Okay. Gut, dass er sich das automatisch merkt und mir dann nochmal anzeigt. Da unten läuft noch einer rum. Gut, da oben geht's weiter. Das ist der Typ, der uns hier nicht durchgelassen hat. Hier ist noch einer. Oh, ich würde kein Risiko eingehen, aber jetzt habe ich noch ein größeres Risiko. So. Das könnte ich auch hier unten durch. So, das war's dann erstmal mit denen. Jetzt wollen wir mal hier oben gucken, wie es da weitergeht. Das kann auch noch interessant werden. Hier dürfen wir auch nicht auffallen. Hier ist mal ein Zwischenraum, das ist schon mal ganz gut. Dann können wir uns hier wahrscheinlich wieder über die Lüftung oder so Zugang verschaffen, weil ich denke mal, der Bahnhof wird wahrscheinlich relativ groß sein. Hier ist ein Lüftungsschacht, das ist immer gut. So. Jetzt sind wir in einem anderen kleinen Raum.
Lüftungsraum. Natürlich geht es wieder nur runter. Da wollen wir eigentlich nicht hin, aber wir können mal runtergehen und mal gucken, was hier Sache ist. Oder vielleicht doch. Vielleicht müssen wir ja... Ne, wir müssen wieder hoch. Ursprünglich. Jetzt sind wir hier und hier ist nix. So, da ist noch nicht mal was zum Sammeln. Aha. Also eine Sackgasse par excellence. So. Ja, dann gehen wir hier wieder durch. Oh, zerstört. Gut. Hier können wir auch durch. Ah, das macht hier schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Das ist doch jetzt hier schon direkt diese Stelle. Ach, zu weit weg. Wieso fällst du nicht tot um? Nicht tot. Bewusstlos. Viel zu viel Munition verschwendet. Hörst du mal auf? Du jammerst ja die ganze Zeit. So. Gucken, dass uns hier keiner kriegt. Ist alles schön abgesperrt. Oh, da ist einer in diesem Exo. Verdammt. Ich verliere ihn. Bloß keinen töten. Schnell hier rein und verstecken. Wenn keiner findet, ist alles okay. Feindselig. Bedrohung verloren. Weil wir wissen nicht mehr, wo ich bin. Was schon mal ganz gut ist. Der mit dem scheiß Exo darf uns nicht erwischen. Dann sind wir volle Kanne am Arsch. Die Suche läuft. Bleib bloß weg von hier hinten. Er sieht uns nicht, ist das geil. Ein Glück. Ein Glück. Na komm, gebt auf. Gebt auf! Gebt auf! Ich sehe ihn. Leise. Er muss in der Nähe sein. Ah, hier sind Beweise. Ich habe den Scan. Ja? Sehr gut. Bringen Sie ihn in mein Büro. Mal sehen, ob ich recht habe. Verstanden. Ich dachte, die UNO soll genau... Befolge das Protokoll. So etwas verhindern. Schnell raus hier. Aber sowas von schnell. Jetzt noch mal, wisst du, wo der Ausweg war? Sind wir hier irgendwie rüber reingekommen? Ah, hier oben. Ah, schnell weg hier.
Schnell raus hier. Erstmal wieder geschafft. An den kleineren Wunden. Ah, da ist unser Fortbewegungsterminal. Raus hier. Schnell raus hier. Oh, nee. Ich hätte es gerne unauffälliger gelöst. Wäre mir echt lieber gewesen. Aber naja, erstens bin ich nicht der geduldigste und zweitens anscheinend auch nicht der intelligenteste. Aber naja, gut. Eigentlich schon, aber Geduld ist nicht, ist überhaupt nicht so meins. Bin einfach zu wuschig. Was willst du? Nein, ich bezahle dich nicht in Naturalien. Ich habe für sowas keine Zeit. Beeilen Sie sich. Nein, meine Augen sind okay. Was haben Sie getan, Jensen? Die Staatspolizei meldet einen weiteren Angriff am Bahnhof durch einen augmentierten Terroristen. Ups. Sie haben die Beweisaufnahme gestört. Verdammtes A... Ich befehle Ihnen, unsere Psychologin aufzusuchen. Ozan erwartet Sie in Ihrem Büro. Verstanden. Ich muss sowieso zu Smiley. Beeilen Sie sich. Cheng hat nämlich eine neue Spur in den Intellicam-Aufnahmen gefunden. Sie belastet die Ark und führt nach Golem City. Das ist nicht gut. Das gibt auf jeden Fall Ärger. Das gibt Ärger. Hoffentlich bleibt alles ruhig. Es hätte nichts passieren dürfen, aber naja, gut. Ja, wäre wahrscheinlich so oder sowas passiert. Ich habe immerhin keinen getötet. Ich weiß nicht, was wir wollen. Jetzt muss ich die Psychologin besuchen. Ein Dreck. Naja, ab in die Base, mal uns den Anschiss anhören. Oh Gott, ich fühle mich wie nach der ersten Krankschreibung, nach meinem Job, ey. Nimmst einen Job an, weißt du, 4 Wochen später ist er so dreckig, dass ich krank schreiben lassen muss. Kennt ihr bestimmt auch sowas. Und dann habt ihr erstmal voll das Scheißgefühl. Aber so ist es halt nun mal. Adam, ich habe endlich den Flüsterchip-Mitschnitt entschlüsselt. Leben ist hart. Pures Bald, Mann. Das musst du hören. Ich bin gerade beschäftigt. Sag mir, wo du bist, dann komme ich, sobald ich kann. Im Davni-Viertel gibt's eine alte Limb-Klinik. Geschlossen, da ist keiner mehr. Dort findest du mich. Okay, krass. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben, aber dann schreibt bitte was in die Kommentare, damit ich weiß, woran es gelegen hat, damit ich was ändern kann. Und denkt bitte dran, ein Abo oder ein Like tut niemandem weh. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis denn dann.